Reini, hast du das Helikontex Alpha Tactical Fleece da an? Diese Frage kommt immer wieder in den Kommentaren und die Antwort ist ja. Und wenn du wissen willst, was es kann, wofür ich es einsetze, wo das Einsatzgebiet für mich ist, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rostrum vom Survival Show für Lebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ja, da ist sie nun, diese Jacke. Und ich bin auf Helikontex jetzt momentan voll eingeschossen. Hab die im Test und finde die auch insgesamt recht interessant. Schauen wir es uns an. Schau mal her. Die Struktur dieses Fleece, die ist so, ja, so genoppt. Und ich habe mir das, genoppt, ich sag das jetzt mal so. Und ich habe mir sagen lassen, dass das eigentlich ein Nachbau von der US-amerikanischen Tactical Weste ist. Und da, die habe ich auch schon einmal vorgestellt, glaube ich, von Max Fuchs als Hersteller. Aber die hier ist viel feiner, die ist viel besser verarbeitet, auch vom Zip her, es steht nichts ab. Und billige Eigenwerbung natürlich, gebt unten den Link auf Amazon, da kann man die erwerben, dort habe ich übrigens auch her. Und ja, insgesamt sehr, sehr nett gemacht. Fangen wir mal an. Patch kann man auf beiden Seiten draufklacken. Ich habe hier eine XL, normalerweise brauche ich XXL, aber so komme ich mal wieder voll schlank vor, sage ich, ja, ich wäre XL. Nein, also Helikontex, das ist auch bei der Jacke, die ich da jetzt dann nachher gleich zeigen werde, häufig der Fall, das passt so. Schau mal her, geht schön um den Hals, kannst da richtig schön zumachen, hat auch eine Kapuze, die kann man jetzt aber nicht mehr irgendwie einstellen, so wie bei einer Überjacke, ja. Schließt schön ab. Ist leicht elastisch, jetzt nicht voll elastisch, aber leicht elastisch. Hier die Bündchen schließen auch ab an den Ärmeln, das ist wichtig, damit da nichts reinziehen kann. Eine Tasche hier, so eine Napoleon-Tasche, recht groß auch, wie ich meine, ja, geht bis da rauf, also du passt wirklich was rein. Und dann hier unten noch zwei Taschen, hier an beiden Seiten. Keine Innentasche, aber zumindest keine gefunden. Dann hier eine und hier eine Tasche, also genügend Möglichkeiten, um irgendetwas unterzukriegen. Was ich nicht gefunden habe bei dem ganzen System, ist irgendwas für Kopfhörer oder so weiter. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, das gibt es nicht. Hier beim Kinn, wo normalerweise der Zipper raufkommt, bei manchen ist das einfach frei, das scheuert dann hier, da ist noch einmal so ein Flauschi drüber, damit es schön warm ist und nicht, wenn das kalt wird mit der Zeit und das wetzt immer hier, das ist fürchterlich, das ist fürchterlich. So, also das jetzt mal so von diesem Stil hier, da ein bisschen verstärkt. Ja, soll so sein. Jetzt aktuell. Du siehst, es ist ein bisschen Schnee hier auf waldola.at im Bushcraft Camp. Ja. Schau auf waldola.at vorbei, wenn du auch so eine tolle Landschaft haben magst, aber das ist ein anderes Thema. Es hat jetzt 2 Grad und es ist Schatten. Die Sonne scheint ein bisschen auf andere Stellen hin. Das ist okay, dort ist es noch halbwegs okay, aber ich merke, dass das hier mit dem Hemd, das ich unter euch anhabe, also unter der Jacke, einfach zu wenig wird, besonders beim Stehen. In der Bewegung ist es cool. Es ist so, dass ich kein großer Sportler bin im Moment, das ist richtig, aber wenn es da geht, schon dementsprechend bergauf hier. Es gibt das Problem, dass man hier kein Aufzippi machen kann. Das heißt, da bleibt der Schweiß im Schweißchen. Das heißt, wenn du das zum Wandern anziehst, du kannst da nicht aufmachen. Das finde ich bei sehr vielen Jacken doch sehr praktisch. Das ist hier nicht der Fall. Ist einfach so, mit dem muss man leben. Aber das ist okay. So, jetzt einmal so zu dieser Struktur hier. Also jetzt wird mir das schon ein bisschen zu kalt, wenn ich jetzt gehen würde, also wenn ich jetzt rauf marschieren würde, glaube ich, dass sie ausreichen würde, da brauche ich oben nichts mehr an, aber wenn ich stehe oder mir einfach dann bewege, also stehen, ja, dann brauche ich was oben drüber, das zeige ich dir gleich. Das heißt, die hier habe ich dann so in der Konfiguration, wenn ich mich bewege, was auch manchmal vorkommt. Und zwar für den Zwiebel und nicht den Zwiebel zum Essen, sondern zum Anziehen. Dieses Alpha Fleece verwende ich als, ja, Zwiebel als untere Schicht und dann, also zweiter Layer sozusagen, wenn man das so sagen mag, ja, und oben drüber zum Beispiel die Winterjacke, die ich aktuell habe, ja, also auch eine Helikontex ist die Level 7, auf das ich klicken, dann kommst du zu dem Video, wo ich die vorgestellt habe und ich finde das insgesamt sehr, sehr interessant, einfach vom Prinzip her. Ich meine, es ist eh klar, wenn du es vielleicht noch nicht kennst, arbeite mit dem Zwiebelprinzip, ja, denn während der Bewegung, ja, ist es so in der Form gut, also ohne der dickeren Jacke. Und dann nachher, wenn du irgendwo stehst, nimmst du die aus dem Rucksack raus, gibt es in einen Kompressionssack. Oder kann man auch eine Carinthia nehmen, das ist jetzt vollkommen egal. Von denen ich aber momentan weggehe. Ich warte ein paar Jahre, bis die Zips besser werden, aber das ist eine andere Geschichte. Habe ich schon einmal beschrieben, glaube ich. Das ist eine gute Sache. Ja, wenn ich jetzt den Kindern zuschaue, während sie im Schnee herumspielen und dann noch die Kleine halt, und dann ist einfach nur das zu wenig und da ist dann die Kombination genial. Es gibt
einen kleinen Nachteil für den einen oder anderen. Diese Unterjacke, ja, diese Alpha-Unterjacke, hat eben eine eigene Kapuze. Und wenn du sozusagen eine Überjacke hast, wie diese Level 7 jetzt hier, die auch noch einmal eine Kapuze hat, dann kann das da ein bisschen eng werden. Das kommt drauf an. Ja. Aber du hast natürlich auch zwei Kapuzen. Ist auch klar. Und das hat auch so seine Vorteile, besonders wenn es wirklich kalt ist. Das ist heute vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ja, so schaut das aus. Das ist auch ein gutes System. Was sich dann fast nicht mehr ausgeht, ist irgendein Schemax-Schal. Du siehst, da ist dann einfach nicht mehr genügend Platz. Ich habe auch einmal vorgestellt, gebe ich da auch beim i oben den Link, drei unterschiedliche Varianten, wie ich Halsschutz sozusagen herstelle. Und da gibt es von Fehlereben so ein Fleece-Dingsbums, das sich auch schön anlegt. Also das darf dann nicht zu bamstig sein, wie ich in Österreich sagen würde, also zu viel auftragen, weil das geht sich dann hier in Kombination dann leider nicht mehr aus. Ja, das war's jetzt. Also ich habe diese zwei Monate im Einsatz und finde die wirklich sehr, sehr praktisch. Ist alles gut gemacht, ist alles wirklich schön. Und ja, kann nichts Negatives daran finden. Hier an der Stelle, vielleicht, das habe ich noch vergessen, da sind so kleine Fächer eingebaut, die Kleinteile. Ja. Und ich muss mich korrigieren, ich habe vorher, glaube ich, gesagt, das Kopfhörer habe ich nichts gefunden. Ich muss mich korrigieren, doch, da, man kann den Kopfhörer durchgeben. Aber ich habe das nicht, ich habe so Bluetooth-Teile. Aber ja, habe ich übersehen, schau da an, also das geht doch. Ich korrigiere. Insgesamt eine sehr, sehr schöne Jacke, gefällt mir irrsinnig gut. Langzeiterfahrung in einem Jahr ungefähr, werde ich dir erzählen, was ich davon halte. Aber bis jetzt ist die auf jeden Fall top. Schreib mal einen Kommentar, ob du dieses Teil hier auch hast, ob von Helicontex oder original aus US-amerikanischen Beständen oder einem anderen Nachbau. Schreib, wie du das siehst, schreib mir vielleicht auch, wie du das Zwiebelprinzip siehst. Das würde mich irrsinnig interessieren, danke. Daumen nach oben oder nach unten. Abo da lassen für neueste Videos. Da kommt zu meiner liebsten Fleece-Cap von Tasmanian Tiger direkt in den Shop. Anderes Video, Link zu den Produkten hier unten. Hat mich gefreut, dein René Rossmann. Bis bald und ciao, ciao.